Die Chirurgie ist für mich sehr faszinierend, weil man sehr schnell etwas Gutes für einen Patienten tun kann. Und das erfüllt mich schon mit Stolz. Mein Name ist Alexandro Ducca. Ich arbeite an der MedUni Graz als Assistenzarzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie. Mein Tätigkeitsbereich ist sehr breit gefächert. Einerseits sind wir auf Station, auch in der Ambulanz, aber speziell auch im OP. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil ist die Forschung und Lehre. Ich bin tätig im Bereich der Wundregeneration und Wundheilung. Hier begleite und betreue ich Studierende wissenschaftlich bis zum Abschluss der Diplomarbeit. Das Spannende an meiner Arbeit ist, dass man jeden Tag etwas anderes macht. An einem Tag ist man in der Ambulanz, am anderen Tag im OP oder auf Station. Dann gibt es wieder Tage, wo man alle drei Bereiche bespielen muss. Und dann darf ich auch Studierende im Rahmen ihrer klinischen Praktika mein Wissen weitergeben und auch ihre ersten Schritte auf der Klinik begleiten. Ich persönlich hoffe dadurch, bei motivierten Studierenden die Neugierde auf unsere Klinik und die MedUni Graz zu wecken, um sie später als Kolleginnen und Kollegen begrüßen zu dürfen. Als Chirurg sollte man genau sein, gewissenhaft, aber auch demütig und zu guter Letzt sollte man auch eine ruhige Hand haben. An der MedUni Graz schätze ich sehr, dass ich als Arzt mit modernsten Technologien und guter Infrastruktur arbeiten kann. Und als Forscher kann ich ein sehr breites Spektrum an Forschungsthemen abdecken. Mein Tipp an die zukünftige Generation ist, dass man bereits sehr früh Engagement zeigt und versucht, in verschiedensten wissenschaftlichen Projekten mitzuarbeiten, insbesondere in den Fachgebieten, die einen später interessieren, anfragt. Ich finde, als Chirurg und als Forscher ist man mehr oder minder jeden Tag pionierhaft, weil man auch kleine neue Entdeckungen findet und kleine Dinge leistet, die dann zum großen Ganzen beitragen können. Wenn eine schwierige Operation erfolgreich gelaufen ist, geht man schon mit einem sehr guten Gefühl aus dem OP heraus. Und insbesondere, wenn man danach noch sieht, dass es dem Patienten gut geht, macht das einen überglücklich.